Schon eine ganz schöne Packung gekriegt von Essen auf Rädern. Aber immerhin spielen wir hier Lieder der besten Männer der Welt und wir haben uns eigentlich gedacht, wenn wir uns schon bei so interessanten Quellen bedienen, dass ihr dann total durchdreht. Aber ich nehme an, ihr habt auch gelesen, dass wir mal ziemlich lange auf der Bühne stehen, ihr wollt euch die Kräfte einteilen. Ist auch okay. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal 17 Minuten lang gar nichts, dann könnt ihr euch ein bisschen erholen. Thorsten, was hältst du davon? Wir stehen auf der Bühne und sehen gut aus. Ist geil, oder? Das Problem ist ja, dass wir als Team zu spät die wahrscheinlich beste Coverband der Welt und natürlich auch die beste Band der Welt ausgesucht haben, die wir heute Abend covern wollen. Und wir werden alle Lieder, die diese Band aus Berlin, diese Ärzte, wie die heißen, gemacht haben, heute Abend spielen. Hey, hey, nicht nur das. Ich lege noch einen oben drauf, inklusive der Ansage. Aber das dann nichts ist, ja? Und dann spielen wir noch alle Coverversionen, die Bates je gemacht haben in der ganzen Karriere. Und wenn dann in zwei Tagen das Konzert zu Ende ist, dann werden die um Gnade bitten. Die dehydrierten Äste auf Rede da hinten, die Arme. Okay, Stefan, mach.
Wie viel sind 2000 Mädchen? Was wollen wir durchgehen lassen? Wie viel sind 2000 Mädchen? Das ist ja cool. Die sind ja voll intelligent. Das Konzentration geht alles. Naja, die brauchen halt die Zeit zum Rechnen zwischen den beiden anderen. Halt's Maul und Spiel. Wohl für den Dieter am Schlagzeug! Zum ersten Mal in 18 Jahren. Hey du! Oh, meine Gitarre ist verschreckt, völlig verstimmt. Sorry. Thank you.
findet jetzt wieder Ansagen-Diving statt. Ich liebe es. Oh, sie machen gerade eine Pause. Da mache ich ein bisschen Stage-Diving. Super! Denn Stage-Diving ist der Applaus des Publikums. Super! Ansagen-Diving. Und zu dem nun folgenden Lied hat sich Breiti von Essen auf Rädern seine erste Sicherheitsnadel ins Ohr gestochen. Eine Punkhymne, die wir uns heute Abend nicht zu schade sind zu covern. Ein Lied, das an Brisanz nicht verloren hat über die Jahrzehnte. Shut up.
spät in die Nacht. Dann hab ich sie nach Haus gebracht. Und dann vor ihre Tür bekam ich einen Kuss dafür. Wir waren verliebt und alles das ist jetzt vorbei. Hey, Joe, hören Sie mich nicht und darum gebe ich sie frei.
hätte zu dir gedacht, dass wir nach Hause kommen und dann ist so ein Lama-Empfang. Ja, also. Ja, ich schon. Ich hab das schon gedacht. Denn Berlin hat sich verändert. Als Hauptstadt und so, ja? Jetzt, wo Berlin Hauptstadt ist, da sind die, ist das Publikum hier ein bisschen arrogant geworden, habe ich das Gefühl. Hey, Stefan, ich hab gehört, die Mauer ist weg. Hey, Dieter, guck mal, ein brauner BH. Oh, das war meiner. Also ich habe ganz ehrlich das Gefühl, die wollen mit überhaupt nicht feiern, dass sie zu spät oder zum ersten Mal spielen. Ja, wir haben ja vorhin bei Essen auf Rädern gehört, wo hier der Hammer hängt. Ich, aber ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe. Okay, wir machen jetzt mal ganz einfach. Haben wir jetzt schon zweimal praktiziert. Wir bitten zwei Freiwillige auf die Bühne. Eine Frau und ein Mädchen, ein Mann und eine Frau. Und jeder darf sich, ja, jeder von den beiden darf sich dann ein Stück aussuchen von den Ärzten aus Berlin. Wir versuchen das zu spielen. Der Haken an der Sache ist, die müssen das dann singen. Also jeder das Stück, was er sich aussucht. Es gibt auch wertvolle Preise zu gewinnen, wenn sie nicht noch im Auto sind. Also wir nehmen auch sehr gerne Einzelgänger heute Abend, nicht Leute, die in der Clique unterwegs sind, weil wir versprechen euch, ihr macht euch zum Horst. Und du machst dich als erstes zum Horst. Wie ist dein Name? Arian. Ladies and Gentlemen, einen fetten, dicken Applaus für Arian. Einige Leute hier heute Abend hatten eine Freundin, die hieß Ariane, aber du siehst nicht aus wie sie. So, jetzt melden sich natürlich weiterhin nur Männer. Und dieser Mann, Moment, dieser Mann ist in der Rotarmee. Dieser Mann hat ein Kaugummi-Abziehbild auf dem Unterarm. Und kommt da unsere Freiwillige? Oder wolltest du auch nur ein bisschen ansagen? Also, wenn du mich fragst, habe ich nicht Fahrlinge, dann Jürgen. Wenn du mich fragst, ja, Dieter. Nie sah jemand freiwilliger aus als diese junge Dame. Wie ist dein Name, junge Dame? Ladies and Gentlemen, einen herzlichen Applaus für Carol! Carol hat sich entschieden, ihre Karriere als Viva-Moderatorin aufzugeben, heute Abend hier bei den zu späten ein Lied von den Ärzten zu singen, oder? Ja, heißt das. Wie? Und wer soll jetzt beginnen? Ladies first? Er hat das Mikrofon schon so fest in der Hand. Kannst du noch ein bisschen warten? Was willst du denn überhaupt singen? Also ich würde sagen, wenn ich Bass spiele und du willst mich küssen. Du brauchst nicht Bass zu spielen, da haben wir einen. Das ist der Jürgen. Der Jürgen spielt richtig gut Bass. Auf der anderen Seite, ich finde den gar nicht so übel. Kannst du den Text? Ja. Okay, wir warten ab. Einen wunderbaren Applaus für ihn! Arian, der Mann, der Rodrigo González so täuschend ähnlich wie Jürgen, wird jetzt dein Lieblingslied anstellen. Ich war gerade auf dem Weg in die Stadt Bibliothek. Da habe ich mein Herz verloren. Ich sah dich stehen am Wegesrand mit braunem Gürtel in deiner Hand. Du warst hart, Wort beknallt, bis über meine Ohren weh. Wann darf ich dich wiedersehen? Hab ich gefragt. Deine Antwort war am besten heute Nacht. Was weiß ich nicht, was weiß ich nicht, was weiß ich nicht.
das war verdammt gut. Bleib auf der Bühne, Moment. So, Carol. Erstmal, also der Grundpreis, den kriegst du sowieso beide, ein wertvolles T-Shirt. Danke. Bleib hier stehen und gib das Mikrofon bitte weiter. Okay. Und dann gibt das Mikrofon weiter an Carol. Die tapfere Verteidigerin der Weiblichkeit heute Abend hier. Carol, welches Lied heute Abend zum Besten bringen wird? Aus irgendeinem Grund hat dieser seltsame Fahrer in Urlaub, dieses pädophile Schwein, damals in seiner Heimat, in seinem Heimatvorort, ein Lied geschrieben, was besonders Frauen gerne mögen, oder? Für die, die nicht bisher dabei waren, also die 10, also jetzt das dritte Mal, dass wir das machen, das dritte Mal, dass eine Frau auf der Bühne steht und das dritte Mal, dass sie Geschwisterliebe singt. Und Farin, es wird das dritte Mal sein, dass du eine Erektion bekommst. Jo! Und habe ich dich gerade Farin genannt? Nein, Dieter, Horst, Stefan, Rüdiger, Peter. Okay, ich hoffe, du kannst den Text und ich hoffe, du singst genauso wie die anderen beiden. Willst du meine Frau werden, Carol? Ja? Na super. Moment, was denn hier? Wir machen drei, also. Die Gabi. Okay, das war nicht übel, ne? Text vergessen. Passiert bei den Ärzten sehr häufig. Und dann das Mikrofon einfach weitergeben. Passiert auch sehr häufig bei den Ärzten. Aber die Textänderung, ich bin so eng, das macht sich geil. Wow, hey. Und weil du schließlich mein Bruder bist, habt ihr gemerkt, sie hat mitgedacht zum ersten Mal. Okay, cool. Aber Aria hat alle Texte gewusst, auch den zweiten. Moment. Also, dann müssen wir entscheiden, weil wir haben diesmal nur einen Preis. Erstmal das T-Shirt bitte. The Split Decision. Und ich würde sagen, das Spektrum entscheidet. Okay. Heute Abend eine salomonische Entscheidung von dem Mann, der so gerne Rodrigo González wäre. Lass ihn noch aussuchen. Okay, was sagst du? Autogramm oder Emblem? Carol, meine zukünftige Mutter meiner Kinder. Besitzerin meiner Yacht, Tim. Autogramm. Du nimmst ein Leben, okay. Autogramm! Yes! Carol hat gewonnen! Ein astrein 20 Liter Benzinkanister! Für Carol! Carol, für die nächste Straßenschlacht hier in Deutschland ist der 1. Mai. Da bist du ganz vorne dabei! Und ich werde nachher mit Campino einen Molotow auf dich trinken. Super! Und du kriegst noch. Tausend Dank. Ja, das Black kannst du auch behalten. Arian bekommt das Black. Bitte schön. Danke sehr.
Liebes Publikum, jetzt gebt den Applaus endlich her! Und jetzt kommt mein persönliches In the Ghetto. 1977 ist Elvis gestorben. Priscilla hat damals gesagt, halb so wild, du lebst ja. Peter, dreh dich mal kurz um, da ist was für dich auf die Bühne geflogen. Moment, das ist rosa, das war wahrscheinlich für mich bestimmt. Nein, das ist meine Farbe, tut mir leid. Ein Lied über den Umgang mit Unabänderlichkeiten in diesem Ort von Land. Ich hab mich den Bund verweigert. Sie sind nichts da angesagt. Im Seitenheim für anderthalb Jahr. Oh, oh. In der Planung, nie hätte ich mich beklagt. Endlich wurden all meine Träume wahr. Oh, oh. An dieser Stelle würde ich ein paar Feuerzeuge begrüßen. Ihre Krampfader Zähne am Vorbrust geschwollenen Bein. Oberweite am Bauch, das nenn ich gut gebaut. Oh, oh. Starre, getrübte Augen, schlechte Atem von dickeren Steinen. Starkes Make-up und behängende Haut. Oh, oh. Models sind stark, sind sie schön. Doch ich liebe meine Kind von welchen der Schäme, die sich in Stiftschuhen Hose fresse. Yeah.
meine, ich verbringe jeden Sommer. Ich verbringe jeden Sommer in Las Vegas, aber sowas war das, wie das hier heute Abend, habe ich da noch nie gesehen. Engelbert! Engelbert und Engelbert, die haben's alle nicht drauf! Nein, wir haben's drauf. Auch Jürgen und Dieter. Dieter, mein Herr und Gebieter! Dieter, ein echter Zuspieter! Und während ich gerade eine Ansage gemacht habe, die ihresgleichen sucht, haben diese beiden Heroen an ihren 6 und 4 Instrumenten die Instrumente gewechselt! Liebe,
Ganz allein im Bett, spielst du nur vor. Du vermisst mich, Baby. Du vermisst mich, Baby.
Ficken ist kein Lied aus der Steinzeit, Ficken ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Aus der Steinzeit. Spaß. Bitte nicht auf Spaß.
das, was ich einen arschmüden Applaus nenne. Außer die Arschbacken sind schon feucht, das Einstellung ist ja. Okay, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir spielen nicht mehr viele Lieder. Die schlechte Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich trotzdem wiederkommen. Wir haben uns erlaubt, hier eine kleine eigene Improvisation reinzubringen. Thank you.
Dankeschön. Applaus wird lauter, die Stimmung steigt. Aber ich muss echt sagen, wir waren den Applaus wert. Ja. Also ich fand uns jetzt gerade ebenso mit am besten vom ganzen Konzert. Stimmt, Peter, du hast recht. Oder? Horst. Wir spielen jetzt ein Stück auf Englisch, auf Deutsch. Oder All Friends are Homosexual. Nein, das andere. Das nun folgende Lied möchten wir unserer geneigten Vorband widmen heute Abend hier. Essen auf Rädern, sie waren cool. Sie waren, wie wir mit ihnen sagen, absolut Schnaste. Sie waren nicht Knorke, oder? Soll ich Knorke. Ein warmer Applaus für Essen auf Rädern. Ein heißen Applaus für Essen auf Rädern. Ein super Applaus für Essen auf Rädern. Und ein mega super duper Applaus für die zu spät. Weißt du, wusstest du noch nicht, Stalin? Stalin hat einmal gesagt, Stalin? Mein alter Freund Stalin. Ja, voll unkorrekt. Stalin, wisst ihr, ich neulich, sitzt du zu Hause, plötzlich klingelt das Telefon. Ich sage, hallo, Telefon? Ja, dann meine Geheimnummer, außer Dieter, Peter. Oder Stalin. Claudia, Stefanie, Heike, Brigitte, Sibylle. Jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn, Telefon klingelt und eine Stimme sagt, lest die Pasta! Und das war ganz gut, die ist gut und das.
Ruhe. Tschüss. Danke für die Blumen. Cool.
Yes. His name was Baylor, he was a showman. But that was 50 years ago when they used to have a show. Yeah.
Carry on. A little number from our last album. Are the people in the cheaper seats, clap your hands, the rest of you just rattle with the jewelry. Story about a nigga I know when it comes to loving.
bisschen was dieser. Hey, du bleibst stehen! Ich weiß nicht. Auf Friedhof war ein Platz. Achso, scheiße. Das war anders so machen. Auf dem Hof war kein. Wollt ihr noch mehr oder ist die Tür vorne zu? Also wer will mehr? Wer will mehr von den zu späten? Und wer würde lieber von den Ärzten hören? Okay, ey, wir stehen vor uns, die zu späten. Wir können jetzt alles mit schön. Ich bin dieses Mädchen ist sehr nett zu mir, dass sie
Gypsy Sauce. So. Niemals, niemals, einfach keiner, keiner, was ist
Dankeschön. Vielen Dank. Ich hatte mich wieder aufgebeten. Mein Freund, der hat noch auf dir. Du fandest ganz toll. Wenn ich dich einen Abend hab, doch jetzt ist
Gleichmut muss sterben, damit wir leben können. Das nächste Lied, das letzte Lied, das wirklich ohne Scheiß jetzt mal echt letzte Lied, war gleichzeitig der Namensgeber für eine unserer besten Coverbands. Ich
Schöne Grüße an Mami und Papi. Sag zu Haus, es war so schön. Gute Nacht. Was schön war, Baby, lass mich. Wir sind die Herren. I got no place to go. Gute Nacht. But you better not stop at home. Auf Wiedersehen. But we got flag shoes. Schöne Grüße. Hacke, 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 Mami und Papi. Sag zu Hause. Es war sehr schön. Es war sehr schön. Es war ein wunderbarer Abend. Es hat sehr viel Freude bereitet, heute Abend für euch spielen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank, dass ihr auch jetzt wieder geht. Kommt gut nach Hause, esst jeden Tag einen Apfel, dann müsst ihr niemals zum Arzt, er dort. Und wenn ihr total gut aussieht, dann bietet doch mal Sex an. Weil ich glaube, er hat es genauso wenig wie wir beide. Oh, Alter, aber Bela, wir haben ja uns. Sei doch mal Angst vor ihm. Dankeschön! Tschüss! Moment! Moment, Moment, Moment! Keine Rockshow ist perfekt. Ohne die Pyramide! Ohne das einzige Ding, was jemals aus. Das einzige Rockvehikel, was jemals aus Hannover kam, die Pyramide.